Hallo Freunde der Notfallmedizin und herzlich willkommen. Heute werfen wir einen Blick auf das Volumenmanagement bei traumatischen Patienten, Patienten infolge von Verletzungen. Schnapp dir dein Latte Macchiato und dann geht's auch schon los. Zielblutdrücke spielen bei der Versorgung von Traumapatienten eine sehr große Rolle. Ganz häufig haben wir das Gefühl, dass Patienten, die bluten, ganz egal ob nach außen oder eine innerliche Blutung, beispielsweise bei einer Beckenfraktur, müssen wir eine Blutung in Kauf nehmen. Genauso wie bei einer Fraktur des Oberarms oder des Oberschenkels, da gehen wir grundsätzlich von inneren Blutungen aus. Jetzt könnte man sich ja ganz einfach überlegen, macht es Sinn, jetzt hier Flüssigkeit dem Patienten zu infundieren? Also wir hängen beispielsweise eine Vollelektrolytlösung an unseren IV-Zugang. Macht das Sinn? Nein, das macht erstmal keinen Sinn. Und genau aus diesem Grund hat sich die Wissenschaft unter anderem in der S3-Leitlinie Schwerstverletztenversorgung sich Gedanken gemacht zum Thema, welche Zieldrücke in Bezug auf den Blutdruck möchte ich bei Patienten, die eine stillbare oder eine unkontrollierbare Blutung tatsächlich haben. Grundsätzlich sprechen wir über unstillbare Blutungen, wenn wir eine Blutung haben, die in den Körper hinein erfolgt, möglicherweise in das Abdomen nach einem Abdominaltrauma, wo wir Hinweise auf eine Abwehrspannung im Abdomen haben, wo wir Schocksymptomatik beim Patienten feststellen können. Das ist eine Blutung, die kriegen wir nicht kontrolliert und dementsprechend eine unkontrollierbare Blutung. Bei unkontrollierbaren Blutungen wollen wir eine permissive Hypotension erreichen. Also das bedeutet, wir erlauben dem Patienten einen niedrigeren Blutdruck. Das Ziel der permissiven Hypotension ist ein Blutdruck zwischen 80 bis 90 mmHg systolisch. Also der obere Wert sollte 80 bis 90 mmHg tatsächlich sein. Das ist unser Ziel bei unkontrollierbaren Blutungen, beispielsweise in den Bauchraum oder infolge einer Beckenfraktur. Nicht zu vergessen ist dabei natürlich ein Wärmeerhalt und die frühzeitige Sauerstoffgabe, die Grundprinzipien der frühzeitigen Schocktherapie. Es gibt Ausnahmen, bei denen wir keine permissive Hypotension anstreben. Beispielsweise beim schweren Schädel-Hirn-Trauma. Das ist erkennbar durch einen GCS-Wert kleiner 9. Dadurch zeichnet sich das schwere Schädel-Hirn-Trauma aus. Und hier wollen wir einen höheren Blutdruck anstreben. Das bedeutet eine Normotension mit einem Zieldruck zwischen 100 und 110 mmHg Systole. Schwangere stellen grundsätzlich eine gewisse Anspannung im Rettungsdienst dar. Wir haben nicht einen Patienten, sondern tatsächlich zwei Patienten. Wir wollen natürlich zum einen die werdende Mutter retten und auf der anderen Seite das bisher nicht geborene Kind retten. Und dementsprechend müssen wir bei einer unkontrollierbaren Blutung einen höheren Zieldruck adaptieren. Das bedeutet auch hier, vergleichbar zum schweren Schädel-Hirn-Trauma, möchten wir eine Normotension anstreben, trotz einer massiven inneren Blutung möglicherweise, möchten wir einen Zieldruck von 100 bis 110 mmHg anstreben, was den systolischen Wert betrifft. Ja, es gibt noch eine weitere Patientengruppe, die eine Ausnahmesituation im Rettungsdienst und gerade in Bezug auf das Volumenmanagement beim Traumapatienten darstellen. Das wäre der schlecht eingestellte Hypertoniker. Das bedeutet, ein Patient, der eine arterielle Hypertonie hat, eine Vorerkrankung eines hohen Blutdrucks und der dazu noch schlecht eingestellt ist. Also das bedeutet, die medikamentöse Therapie hat noch nicht in Gänze angeschlagen oder funktioniert nicht richtig. Auch hier wollen wir einen höheren Blutdruck, eine Systole von 100 bis 110 mmHg systolisch erreichen. Aber jetzt mal ehrlich unter uns, ich glaube, den treffen wir in der Präklinik nicht unbedingt so häufig an, dass der Hypertoniker mir auch noch berichtet, dass er schlecht eingestellt ist. Den Patienten mit dem schweren Schädel-Hirn-Trauma und die schwangere Patientin, die werden, glaube ich, häufiger im Rettungsdienst infolge einer Verletzung angetroffen. Kontrollierbare Blutungen sind Blutungen ganz häufig nach außen, beispielsweise eine Schnittverletzung am Unterarm bzw. eine Verletzung im Bereich des Oberschenkels.
Hierbei handelt es sich um Verletzungen, die ich möglicherweise kontrollieren kann durch eine manuelle Kompression von außen, Druckverband oder Tourniquet. Hier möchte ich auf das Video Blutungsmanagement verweisen. Schau einfach auf das Video und dann kriegst du da mehr Informationen zum eskalierenden Blutungsmanagement. Bei diesen Patienten, bei denen ich eine Blutungskontrolle, also die Blutung unter Kontrolle bringen kann, zum Stillstand bringen kann, möchte ich eine Normotension erreichen. Das bedeutet, hier ist durchaus ein Blutdruck von 110 bis 120 mm Hg systolisch auf jeden Fall adäquat und erstrebenswert. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir den Blutdruck anheben, dass ich möglicherweise nochmal reevaluieren muss, ob meine kontrollierte Blutung weiterhin noch steht. Also durch Erhöhung des Drucks, also des Blutdruckes, kann es natürlich dazu kommen, dass die Blutung wieder zunimmt. Das muss ich sowohl beim Druckverband, manuelle Kompression, aber auch beim Tourniquet unbedingt auf dem Schirm haben, dass ich das auf jeden Fall reevaluiere. Zusammenfassend ist auf jeden Fall zu sagen, dass wir bei den Zieldrücken zwischen einer kontrollierbaren, also einer Blutung, die wir gestoppt bekommen, und einer unkontrollierten Blutung auf jeden Fall unterscheiden sollten. Darüber hinaus spielen gerade bei verletzten Patienten, die auch bluten, ganz egal ob nach innen oder außen, eine frühzeitige Sauerstofftherapie, einen Stillstand der Blutung und entsprechend der Wärmeerhalt eine sehr große Rolle. Ergänzend dazu sollte man vielleicht erwähnen, dass bei einer Volumentherapie eher warme Infusionslösungen genutzt werden. Diese warmen Infusionslösungen sorgen nicht dafür, dass der Patient zu massiv auskühlt, weil wir wissen ja, dass die Blutgerinnung nur mit einer bestimmten Körperkerntemperatur funktionieren kann. Die Infusionslösungen der Wahl, das sind Vollelektrolytlösungen. Auf die sollten wir zurückgreifen. Was wir auf keinen Fall mehr nehmen sollten, wären irgendwelche Plasma-Expander wie HES oder Hyper-HES. Die sollten mittlerweile aus dem Rettungsdienst komplett verschwunden sein. Und nun ist mein Latte Macchiato leer und du bist wieder bereit für den nächsten Einsatz. Herr Retter hat eine Sache zu erzählen, die erzählt er euch jetzt gerne. Herr Retter ist der weißwissendste Retter auf der ganzen Welt und hat eine Geschichte über den Zielblutdruck.